Zu den Kar- und Ostertagen in Bamberg gehört der traditionelle Karfreitagsbittgang. Jedes Jahr nehmen Tausende Gläubige aus der Stadt und dem Landkreis daran teil. Diese Prozession beginnt sehr früh. Um 5 Uhr treffen sich die Teilnehmenden am Kreuz an der oberen Pfarre. Dort sammeln wir uns und ziehen dann los. Die erste Station ist das Kreuz oben an der Karmelitenkirche. Dann geht es auf den Altenburger Weg und die nächste Station ist dann an dem Kreuz am Altenburger Weg. Weiter zieht die Prozession dann zum Kreuz an der Burgheimer Lage. Dazu möchte ich Sie einladen. An diesem Kreuz machen wir Station. An diesem Kreuz beten wir, bedenken wir das Leiden und Sterben Christi am Kreuz für uns. In diesem Jahr wird dieses Kreuz auch neu gesegnet. Es ist renoviert worden. Wir stehen jetzt davor und halten unsere Gebete und Fürbitten und segnen das Kreuz. Hier am Kreuz haben wir heute auch eine Freude und Dankbarkeit. Das Kreuz ist renoviert worden, wieder aufgestellt worden. Die Familie Wirth hat sich da ganz besonders engagiert und wir dürfen das Kreuz jetzt auch segnen und weihen. Das erinnert uns auch daran, soll uns daran erinnern, dass das Kreuz bei uns bleiben muss. Wir sagen manchmal, wenn es uns ganz gut geht, ich könnte die ganze Welt umarmen. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Das zeigen eigentlich die ausgebreiteten Hände Jesu am Kreuz. Er wollte die ganze Welt umarmen, damit es der ganzen Welt gut ging, damit die ganze Welt auch behütet und beschützt ist von ihm und durch ihn. Durch den guten Gott, der alle Menschen liebt, allen Menschen die Würde gibt. Und deshalb ist es gut, dass unsere Kreuze auch bleiben und immer wieder erneuert werden. Das ist kein Zeichen von Hochmut und Vormachtstellung, sondern es ist das Zeichen, dass wir daran glauben, dass wir einen Gott haben, der uns alle umarmt, der die ganze Welt umarmt. Und so möchte ich dieses Kreuz jetzt auch weihen, Zeichen der Liebe, Zeichen der Zuwendung, Zeichen der Würde aller Menschen, der Rechte aller Menschen. Gott will, dass es uns allen gut geht. Und sein Sohn, Jesus Christus, hat uns das gezeigt bis zum Tod am Kreuz. Lasst uns beten. Guter Gott, segne dieses renovierte Kreuz. Segne die, die es errichtet und renoviert haben. Segne alle Menschen, die dieses Kreuz auch betrachten. Segne uns, die wir jetzt vor diesem Kreuz stehen, dass wir segnen dürfen. Segne unsere ganze Stadt. Segne alle Menschen, die Kinder, die Jugendlichen, die Familien, die Alleinstehenden. Segne alle Alten und Kranken. Segne alle, die glücklich sind und segne auch alle, die jetzt leiden und unglücklich sind. Hilf uns, dass wir auch mit ausgestreckten Armen uns begegnen, weil wir uns gut wollen, weil wir uns gern haben, weil wir uns helfen wollen, dass das Leben gut wird, zufrieden wird und zur Vollendung gelangt. Guter Gott, segne dieses Kreuz.
segne es und lasse es zum Segen werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Beten wir jetzt, ein Vater unser und eingegrüßet seist du Maria in all unseren persönlichen Anliegen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Herr Jesus Christus, du hast deine Arme weit ausgebreitet, um die ganze Welt zu umfangen. Segne uns alle, segne die Menschheit, segne die Schöpfung und schenke uns allen Zuversicht, Hoffnung und Zukunft. Amen. Von dort ziehen wir dann weiter auf die Altenburg, machen Station am Kreuz auf der Altenburg. Dann ziehen wir auf der anderen Seite hinunter und den Berg wieder hoch zum Rothofkreuz und von dort dann auf die St. Getreustraße. Am Missionskreuz bei St. Getreu machen wir dann noch eine Station und dann gehen wir in die St. Getreukirche oder auch nach St. Jakob, um dort die sieben letzten Worte Jesu zu beten und zu bedenken. Karfreitag und Ostern gehören für uns Christen untrennbar zusammen. An Karfreitag, auch schon am Gründonnerstag, denken wir an das Leiden und Sterben Jesu. Das war kein Unfall, sondern Jesus hat sein Leben für uns hingegeben. Er wollte uns befreien aus Sünde, Schuld und Tod. Er wollte uns ein neues Leben ermöglichen. Und dieses neue Leben ist ein Leben wie das von Jesus. Ein Leben des Friedens, der Gerechtigkeit, der Freude, der Solidarität, der Nächstenliebe. Er will es den Lebenden geben, uns allen und allen Menschen. Und auch unseren Verstorbenen im ewigen Leben des Himmels. Das ist Karfreitag, das ist Ostern. Sie gehören zusammen. Und so wünsche ich Ihnen gesegnete Tage am Karfreitag, einen besinnlichen Karsamstag und dann ein frohes Osterfest. Ostern ist das Fest der Hoffnung und der Zukunft, auch jetzt in der Corona-Zeit. Wir werden diese Pandemie überwinden. Wir werden Auferstehung, Leben und Zukunft haben. Haben wir Geduld, es wird uns geschenkt. Frohmachende, hoffnungsvolle Ostern Ihnen allen.